Hallihallo und herzlich willkommen zum 20. Teil von Pokémon Mond. Mein Name ist Ignonix6, wir gehen jetzt zum Vela Vulkanpark. Ich frage mich gerade, ob ich meinen Vulkanon aus letzten Part noch nicht trainieren muss, sondern tauschen muss, ne? Wir nehmen Marikek an erster Stelle mal wieder, weil wir haben ja erfahren, dass es ein Feuertrainer ist. Und dann gehen wir jetzt zur nächsten Prüfung, würde ich sagen. Jetzt Parkplätze. Oh, da glitzert was Grünes. Ein Zygarde-Würfel hat eine geheimnisvolle Lebensform absolviert. Sehr schön. Hi. Man kann sich den QR-Code aller gefangenen Pokémon im Pokédex ansehen. Beeindruckend. Ja, beeindruckend. Was ist das denn? Ein Shop oder so? Alter. Wir kommen im Schnäppchenparadies. Hier explodieren der Rabatte. Hier, mit diesem Kompostbein kommst du sagenhafte Rabatte auf unsere Ladenpreise. Du schnappst dir überglücklich die Coupons. Bitte zeig die Coupons zum Personal an der Kasse, wenn du etwas einkaufst. Wir haben keine Mühen gescheut, um dir diese einzigen Spargebühren zu ermöglichen. Also solltest du auch keine Mühen scheuen, um unseren Laden mit deinem Geld zu unterstützen. Okay. Ich kaufe mir ein wenig Proviant für den Kampf, den ich mir später im Dom Royal ansehen werde. Mini-Käseschnitte aus Aloha. Aha, aha, Essen. Hey, du da, du bist doch ein Tausch, oder? Schau dir mal mein Pokémon an. Driftolo, lololo, das ist Driftland, auf dem du auf Route 60 geholfen hast. Eine Limonade, danke Driftlon. Mein Driftlon ist total stark, weißt du, es macht ihm gar nichts auch, als ein bisschen abzudriften. Dieser Markt war früher einmal woanders, wurde aber dann wieder hierher verlegt. Okay, wo war er dann? Ich habe viele Geschwister und auch Pokémon. Das ist dieser Laden ein wahrer Lebensretter. Okay. Meine Reisen gestalte ich möglichst billig, deshalb bin ich immer aus dem Häuschen, wenn ich so einen Supermarkt entdecke. Kann ich hier was kaufen? Ich habe mir beim Einräumen der Regale ein bisschen helfen lassen. Okay, das ist schön. Einen Tag nennt man jemanden, der im lieben Dank Tag faulenzt. Diese Beleidigung passt zu Phlegmon und Lamus wie die Faust aufs Auge. Doch ihnen schadet das nicht im geringsten. Im Gegenteil, sie werden dabei sogar um die Hälfte ihrer KP geheilt. Okay. Klingt nach einer Fähigkeit. Hallo Hypno. Da steht das auf der Brust des Pokémon. Ich bin ein armes Hypno, hab Mitleid mit mir. Das unheimliche Hypno starrt mich unentwegt an. Okay, wir geben 100 Poké-Dollar. Hypno. Mal weiß nicht, ob mir das was gebracht hat, ne? Komm ruhig näher, nur nicht so schüchtern. Koste unsere erlesenen Beeren. Heute frisch geliefert. Köstliche Tomato-Beeren aus der Kanto-Region. Ach ne, lass die Beeren doch so. Dort sein, wo sie sind. Okay. Krabbox, Currynudeln. Wir haben keine Mühen gescheut, um dir dieses einzige Spargel. Du sollst also keine Mühen schon. Ja. Immer reinspazieren. Willkommen, Chef. Du siehst zwar aus wie ein talentierter Trainer, aber du hast noch einen weiten Weg vor dir. Wenn du als stärker Trainer von Alola wieder auf zum Mikur kommst, ja. Okay. Wieder geht's nicht. Hier ist jedes Angebot erstellt. Was darf es denn sein? Ich will etwas kaufen. Was habt ihr denn so? Seid ihr wirklich günstiger? Naja. Nein, ist okay. Billiger geht's nicht. Okay, was hast du denn? Hast du einen Feuerstein vielleicht? Aha. Ja, hier, du hast nichts. Was hast du? Billiger geht's nicht. Ich weiß. Ein was? Eine Skulptur in Form des Wunders und. Das ist auch so. Ich kauf mal das. Aha. Aha, okay, wir gehen. Bye bye, danke. Die anderen NPCs verlassen den Laden. Das sieht ja, ist ja auch geil, ne? Ich habe eingekauft. War genug. Ich habe das Gefühl, hinterm Haus ist etwas. Ich guck mal. Hallo, ein Ball. KP Plus, nice. Das können wir eigentlich gleich jemandem geben. Jemanden, der bestimmt im Team bleibt. Geben wir es doch Fukano. Wieso nicht? Fukano bleibt hundertprozentig im Team. Hier kommen wir nicht durch. Hallo Hypno. Hypno, Hypno. Okay, auf die andere Seite kommen wir leider nicht. Dann gehen wir jetzt gegen Norden. Schlagen wir Norden ein. Gehen zum Vulkan.
Uch. Gibt's hier wieder coole Pokémon? Hier runter komme ich doch, oder? Können wir wieder ein bisschen kämpfen. Wenn bei einem Felsen im Wasser Luftblasen an die Wasseroberfläche aufsteigen, kannst du dort mit etwas Glück ein seltenes Pokémon angeln. Ah, in diesen Löchern hier. Das beißt einfach nichts an. Wir machen einmal. Soll doch mal was anbeißen. Oh, ich war zu früh. Ja, ich weiß. Tut mir leid, dass ich es zu früh eingezogen habe. Ich mache es nie wieder. Kommt dann hier überhaupt was, oder? Ja gut, dann leck mich, ne? Dann lass mal's. So nicht, mein Jungchen. So nicht. Hi. Wenn du nicht den Tanz von Captain Chiave anschaust, verpasst du etwas. Na los, ab mit dir in den Vela Vulkanpark. Du wirst es nicht bereuen. Ja, ich habe dort sowieso meine Prüfung. Hier gibt es bestimmt Feuer-Pokémon, oder? Ich nehme es mal stark an, dass es hier Feuer-Pokémon gibt. Ein Hypertrank. Was gibt es denn hier für schöne Feuer-Pokémon? Ein Magpie. Man könnte tatsächlich ein Magma machen, ne? Das wäre ja mega nice. Aber ich habe mein Feuer-Pokémon und das... Da bleibe ich eigentlich auch. Jetzt werden die Pokémon aber langsam stark. Frubbi erreicht Level 18. Frubbi! Huch, Frubbi entwickelt sich. Cool. Zu was wärst du denn, du kleine Beere? Ging jetzt doch recht schnell. Es waren, glaube ich, nur 2 oder 3 Levels, seit ich es getauscht habe. Yeah! Dein Frubbi wurde zu einer Frubeila. Ein Frubeila, okay. Aber wir haben noch nicht die letzte Entwicklung. Registriert. Dankeschön. Es hüpft immer zu fröhlich umher. Seine lebensfrohe Art und seine Wohlgeruch ziehen Pokémon in der Nähe förmlich an. Okay. Ein Duplex-Sieb. Ja, bitte. Zum Beispiel Lockduft oder Kameradschaft. Nehmen wir mal das weg. Duplexib ist okay. Natürlich nicht vom Typ Pflanze, aber... Sehr schön. Das sieht echt süß aus. Ich glaube, das war definitiv keine Fehlentscheidung, Frubbi mitzunehmen. Ah, ein Trainer auf Inselwanderschaft. Zeig mir dein Pokémon, ich will Fotos machen. Huch, ein Tourist. Das ist zu 100%ig ein Tourist. Ein Babsi. Mit dem iPhone. Oder mit dem Pokémausi da. Ein normales Mauzi. Blobstrahl! Kreideschrei. Das könnte wehtun in den Ohren. Hat's wahrscheinlich auch. Blobstrahl! Ah, gereicht. Naja. Trash erreicht Level 21. Feuerzahn. Oh, nice. Noch eine Feuerattacke. 65, 95, wieso nicht, ne? Mir den Gegenschlag weg, das bringt mir irgendwie nichts. Vielleicht kommen wir noch irgendwie zu unserem Kampf-Pokémon. Ich habe gegen einen Trainer auf Inselwanderschaft verloren. Das ultimative Alola-Erlebnis. Übertreib's nicht, meine Süße. Ah, wir können eigentlich mal die Werte von unserem... Wie heißt das? Also ich weiß, ich kenne den Spitznamen Frubbi, das ist okay. Das hat Blendpuder. Oh, es ist aber nicht gerade stark, ne? Aber es konnte Blubber, es konnte Platscher, es wird bestimmt noch stärker. Hoffentlich.
Für Level 18 ist es schon ziemlich schwach. Es gibt noch eine dritte Entwicklung. Ich nehme es mal mit. Ich nehme es wirklich mit. Okay, weiter geht's. Hallo, ich bin eine der drei Vulkanschwestern und obendrein noch die süßeste. Durch diesen Turm gelangst du zum Gipfel des Vulkans. Da würde ich gern hin. Gut, das ging jetzt schnell. Oh, ein Tor zur Prüfung. Ja, mach meine Pokémon fit, bitte, bitte. Okay, nice. Wir können hier dann runterlaufen. Das machen wir dann auch. Da oben ist einer. Hallo. Muss ich gegen dich kämpfen? Ich bin's, Chiave. Zusammen mit meinem Knogger halte ich den traditionellen Tanz der Alola-Region in Ehren. Also, meine Prüfung. Weißt du, damit verhältst es sich ein klein wenig anders als mit den anderen Prüfungen. Aber du möchtest dich hier natürlich trotzdem stellen. Stimmt's oder habe ich recht? Unbedingt. Die Prüfung beginnt. Die nächste Prüfung. Meine Prüfung erfordert vor allem eines, eine gute Beobachtungsgabe. Du sollst mir nämlich sagen, worin sich die zwei Tänze jeweils unterscheiden. Schön, möge meine Prüfung beginnen. Präge dir diese Tanzpose gut ein. Aha. Und was ist anders als beim vorigen Tanz? Das Knocker in der Mitte. Na sowas. Das hast du gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Knocker. Ich muss sagen, welches Knocker das falsch ist. Okay. Bist du immer noch vom Typ Boden? In deiner Alola-Form? Wir finden es gleich heraus. Blobstrahl. Let's go. Ja, es ist immer noch vom Typ Boden. Oder Gestein, aber wahrscheinlich schon eher Boden. Ja, nur Esch erreicht Level 22. Das Knocker war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Es hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Und weiter geht's. Tanz Nummer 2. Ach, was ist das? Aha. Ja, ich habe es, glaube ich, angeprägt. Der Trainer im Vordergrund. Der Wanderer. Na, sowas. Du hast es gut gemacht. Fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Wanderer. Jetzt musste ich gegen den Wanderer kämpfen. Was ist das für eine Prüfung? Gibt's hier nicht. Magma. Hallo, Magma. Du hast ja noch eine Entwicklung. Du wärst eigentlich recht herpappig. Blubstrahl. Klärsmog. Aber... Na, geht eigentlich. Das ist gute Attacke gewesen. Bye, bye, Magma. Frubi erreicht Level 19. Schaust du anderen gern beim Tanzen zu? Das Gesicht sieht geil aus. Der Wanderer war außer sich vor Freude, weil du mit deinem Tipp richtig lagst. Er hat dich vor lauter Freude sogar angegriffen. Kommt Tanz 3? Kommen wir nun zum letzten Tanz. Ah ja, bitte. Irgendwie nervt's. Okay, der Wanderer ist wieder da. Ja, ich hab's mir eingeprägt. Der Dino im Hintergrund. Das Herrscher-Pokémon, das schwarze Pokémon. Ich nehme jetzt mal an, das Herrscher-Pokémon. Na sowas, du hast es gut gemacht, fast schon ein wenig zu gut. Dein Auftritt, Herrscher-Pokémon. Alter, was ist das für eine Echse? Sieht ja schon fast ein bisschen gruselig aus.
am Vierer. Du bist sicher auch ein Feuerpokémon. Alter, das sieht jetzt wirklich etwas gruselig aus, ne? So ganz dezent. Funk und Flug. Nein, nein, nein. Blubstrahl. Ja, du bist stark. Amphira ruft Mitstreiter. Ein Molunk. Das ist wahrscheinlich die Unterentwicklung, ne? Ich habe beide noch nicht gesehen. Wir gehen zuerst mal auf Amphira. Folterknecht. Mit Attack Folter unterworfen. Blobstrahl. Bye bye. 619 Erfahrungspunkte. 27. Probier reicht schon Level 20. Oh, wir sind vergiftet. Nein, das darf nicht wahr sein. Heile mich. Heile mich, bitte. Ja, dann setze ich ja Darkrock noch rein. Macht nix. Jo, das war's. Sehr gut. Kirito erreicht auch Level 20. Eiszahn? Ja, wieso nicht? Eiszahn kannst du tatsächlich mal erlernen. Also Eisstrahl sowieso nicht. 65, 95, 55, 95. Aber das ist, glaube ich, physisch und das ist psychisch, oder? Wir können den Ruckzucki wegnehmen sonst. Wobei der hat auch ziemlich... Wir lassen Eiszahn wirklich wegfallen. Ich möchte mein Pokémon nochmal pflegen, damit es nicht mehr vergiftet ist. Du besiegst Amphira, Herrscher. Oh, es sieht ziemlich traurig aus. Wir heilen. Ich heile dich. Hey. Komm schon. Sehr schön, es ist geheilt, oder? Hier noch eine Bohne. Sehr gut. Dann gehen wir wieder raus. Kommen in meinen Ball und dann geht's. Bekommen wir den nächsten Feuerkristall. Das könnten wir doch mal Fukano beibringen, ne? Wow, großartig, absolut großartig. Unglaublich, wie dir die feinen Unterschiede von Tanz zu Tanz aufgefallen sind. Und noch unglaublicher ist, wie du das mächtige Herrscher-Pokémon des Vulkans besiegt hast. Zur Feier des Tages möchte ich dir nun ein Pyrium Z überreichen. Es wurde ursprünglich vom Herrscher-Pokémon getragen. Dann gib mir den und den werde ich mal Fukano beibringen. Wenn das geht, aber ich glaube, das geht, oder? Der vierte Stein. Prüfung bestanden. Es ist nur noch eine Prüfung auf dieser Insel. Geht plötzlich schnell irgendwie. Und unsere Pokémon sind noch nicht besonders stark. Also dauert es wahrscheinlich noch eine ganze Weile. Und so geht die Pose für die Zeckkraft vom Typ Feuer. Aha, der macht eine Genki-Dama. Euch vielen Dank, liebe Knogger. Okay. Wenn du Pokémon begegnest, mit denen du dich anfreunden möchtest, benutze die hier. Ein Flottball. Aber das ist noch nicht alles. Ab sofort kannst du auch Glurak ganz einfach per Pokémobilfunk herbeirufen und so flugs an Orte gelangen, die du bereits besucht hast. Also, das Pokémobil ersetzt die VMs komplett, ne? Das ist eigentlich cool. Steige den Berg hinab und zeige das Pyrium Z der Prüfungshelferin vor der Barriere. Wir setzen uns in unseren Tanz fort, solange bis wir herausgefunden haben, was es mit der ominösen Zeckkraft auf sich hat, die Menschen und Pokémon in Alola verbindet. Okay, ich möchte mal diesen Relaxium Z, ein Pyrium Z. Wird nun getragen.
Okay, wir lassen das mal. Ich möchte mal das ausprobieren zuerst, bevor ich hier weitermache. Okay. Aber ich würde gerne die Route weiter erkunden, bevor wir zu dieser Türe gehen, weil hier links gibt es bestimmt was zu sehen. Ne? Oh. Eine Zygadewürfel, sehr schön. Also grafisch, ehrlich gesagt, ist immer noch mega geil. Holzkohle, das geben wir doch unserem... Also es ist das Relaxium, also der... Ja, ja, dann tauschen wir es aus. Lieber Holzkohle. Ich bin lieber altmodisch dadurch. Hi. Hallo, ich bin einer der drei Vulkanschwestern. Obendrein noch die schönste. Hier geht's zur rechten Seite des Vulkans. Wo komme ich denn jetzt da hin? Hallo? Die dritte. Hier geht's zur linken Seite. Okay. Hi, ich möchte gegen dich kämpfen. Dann zeigen wir mal das Elite-Kadabra eines echten Astrainers. Ich habe es im Sala. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube es zumindest, ne? Also du hast ein Kadabra, hast du gesagt. Ja. Ich habe es im Sala. Eigentlich müsste ich es jetzt einsetzen, ne? So rein prinzipiell. Aber, ne, ist schon egal. Blobstrahl. Das kann wenigstens schon Psystrahl, ne? Was hat's für ein Level 21? Ja, dann hat es gerade eben Psystrahl erlernt. Du kannst froh sein, lieber Trainer. Ah, das ist jetzt fies gewesen. Aber es reicht auch ein Akoknarrer. Von daher, du musst dir keine Gedanken machen. Psystrahl dürfte ich überleben. Ja. Knapp, aber ich habe. Bye bye, Kadabra. Und unser Simsala Level 25. Dir wird schwarz vor Augen. Du hast coole blaue Augen. Die hätte ich auch gerne. Okay. Kirito ist schlechte Wahl. Frubi auch. Wir nehmen Trash an die Spitze. Feuer gegen Feuer ist doch immer gut. Ein Dartiri. Aber ich brauche ja in diesem Fall kein Flug-Pokémon, wenn ich kein Flug-Pokémon möchte, ne? Das ist aber eigentlich gut. Also ich finde es ganz okay, ehrlich gesagt. Flugattacken sind zwar nicht schlecht, aber vielleicht können wir das irgendwie kompensieren. Vielleicht finden wir mal noch Aeroas. Das wäre eigentlich nice, oder? Das Pokémon könnten wir eigentlich probieren zu fangen, das haben wir noch nicht. Vielleicht gibt es wieder so einen schönen Tausch. Wer weiß, wer weiß. Wir haben ja schon lange kein Pokémon mehr gefangen, ne? Das muss auch sein. Ja, da wir haben's. Sehr schön. Dartiri. Sehr schön. Ein Feuervogel, oder? Drei Entwicklungen. Wäre auch nice. Was hat denn das für ein Normal-Pokémon und Flug? Nein, möchte ich nicht. In eine Pizzabox. Nice, nice, nice. Der Igel kundschaftet wieder etwas aus, ne? Ein Magby. Hätten wir auch noch nicht gefangen, ne? Bedroher. Nicht sehr effektiv, ja, dann beißen wir es. Claire's Mog. Was auch immer das für eine Attacke ist. Na, ruf nicht ihm um Hilfe. Wollte dich doch fangen. Gut. Fangen wir dich, Magby.
Ja klar, ich fange dich mit einem Supertank. Du kriegst ihn, du kommst in die kleine Flasche hinein, ist alles klar. Alles klar, so einen Scheiß habe ich auch schon geträumt. Nächstes Pokémon gefangen, Magpie. Level 22 für Trish. Frubbi. Frubbi erreicht Level 21. Zauberblatt. Sehr schön. Neue Pflanzenattacke. Magischer Blattangriff, der nicht auszuweichen ist. Das ist nice. Der normale Angriff ist immer noch höher. Gut, das ist die Werte. Und die Initiative ist eigentlich auch recht hoch. Mach mal Kameradschaft weg. Zauberblatt. Magpie, du hast auch drei Entwicklungen. Ich weiß. Die letzte hatte ich noch nie. Keine Ahnung. Ein berühmter Kunstkeramiker hat ein Magpie als Mitbewohner. Seine Kunstwerke profitieren von der sanften Flamme, die es ausstößt. Nein, möchte ich nicht. In eine PC-Box. Gut, sehr schön. Ich hätte mich genau umsehen sollen wahrscheinlich, ne? Aha. Ein Feuerheiler, ja. Heilst du? Du heilst, oder? Nein, du heilst nicht. Leider nicht. Hier heilt niemand mehr, oder? Ich glaube nicht. Ach, nee, schade. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen im nächsten Part gegen Norden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer Eagle26. Ciao zusammen.